Hallo, da sind wir wieder bei GTA Online und wie ihr schon in der letzten Folge vielleicht gesehen habt, heißt Mission Okay, und okay, ja, okay. ich bin schon ruhig. Now, Paige, we'll set up a board for you, won't you, Paige? I'd let you do it if you could reach. I mean, I didn't see any milk crates for you to stand on. The most important thing to look for in an employee is respect. You can't get anything done without respect. Where was I? The room. And Paige is setting up this board on which you will plan your scores. You'll use it to set out all the prep work you need to do, select your crew, figure out how the take from a score should be split up. So you need a crew to take a score. But only one person can be in charge. Respect. Hmm? Isn't that right, Paige? Blow me. All right. You're only going to need one thing for this job. It's a high-speed armored car. Now instead of getting one legitimately and leaving a nice long paper trail to your front door, you're going to be jacking one from a nasty Korean crew and leaving a nice long paper trail to their door instead. This is good to go. Hey, here's your board. Good, good, good. And when you're ready to move on the car, go over it. Study the plan. Tick it off the list. You must be methodical. This isn't just a dumb crime. Well, there is an element of that, huh? Oh. And when you've got the car, we'll come back here and talk bank jobs. Bank jobs. Okay, der ist irgendwie nicht witzig. Auf jeden Fall, das, was ihr jetzt hier gerade seht, diese Tafel quasi, das ist eine Liste, die wir für Stück abarbeiten werden. Ja. Das nächste ist eben halt, wir sollen uns den Kuruma besorgen. Und ja. So. Ja, dann gebe ich mal, ne? Ja, hier steht eben halt noch abschließen, bevor du zum Raubüberfall Finale, bla. Und dann wird eben halt noch alles so erklärt. Hier sind unsere Kleidung dann, Ausrüstung, alles Mögliche. Ja. Ist eben halt quasi jetzt so die Einführung, die wir jetzt hier quasi jetzt sehen bei mir. So, also wenn eben halt alle Raubüberfälle fertig sind, also abgeschlossen sind, werden unsere Beweismittel vernichtet. Und ich kann auch quasi die ganzen Sachen. So, jetzt kann ich hier mal ein bisschen schwenken. So. So, Mission starten, klicke ich einfach mal. Ich kann auch die Beute gleich aufteilen, das werdet ihr dann später ein bisschen später erst sehen. Und wir spielen auf schwer, würde ich sagen, ne? Alles auf schwer, weil dann hat man nämlich auch einen klaren Vorteil. Weil man bekommt dann noch zusätzlich Geld, sagen wir es mal so. So, bist du bereit? Wahrscheinlich. Nein. Warte. Ja, eben, ihr seht eben halt hier, ich spiele gerade mit dem Gamepad, ist besser durch das Menü zu kommen. Bist du bereit? Warum bist du nicht in meinem Clan? Du hast gar keinen Clan-Tag mehr. Doch. Bei mir wird's nicht angezeigt irgendwie. Bist du Kannst du das machen? Okay. Doch, steht hier Scroggle WBN. Okay. Wie es bei dir aussieht, Mann. Oder wird so, gehe ich jetzt los. Was? Okay, dann gehe ich auch in den gleichen Style. Warte, ich mache aber so hier. Weißt du, Maske? Na komm, gehen wir in den gleichen Look. So, ja, bereit zum Spielen. Dann lass mal Krawall machen, was los? Dein oder mein Wagen? Na, meiner. Meine sieht hübsch aus. Oder habe ich mein Motorrad? Wenn mein Motorrad da ist, nehme ich mein Motorrad. So. Ja, mein Motorrad. Kann man eigentlich auch ein Motorrad unter Beleuchtung ranmachen? Das wär's ja irgendwie. Hello, can you hear me? I'll be here. Wir können auf jeden Fall die normale Beleuchtung. Mhm. Da hast du das jetzt davon. Und das hab ich davon. Remember, you can do this however you like, as long as you're careful. If you're not careful, they'll clock you, and then you won't get any choice how this is going down. They're meant to be on the top level of this garage on the north side.
So, I see two ways of doing it. You go up the north ramps and hit them hard and quick, or you go up the south ramps, get in position, and try to get the drop on them from cover. Then you can do it however you like, as long as you get it done. And oh yeah, we don't want anyone looking for you, so put on masks before saying hi. So, er hat fertig geredet. Wir sollen jetzt eben halt das Auto da stehlen. Und du als Motorradfahrer willst da wirklich hochgehen? Ach, lol. Ich denke mal, da wird gleich eine Massenkamoulage geben. Wenn wir komplett oben sind. Und ja, es sieht schon nicht wirklich gut aus. Also hier oben sind auf jeden Fall einige Leute. Ja. Ich stelle einfach meinen Wagen mal hier ab. Meinst du? Zwei. Drück B. Oh! Alter, warum hat er denn... Das verstehe ich jetzt echt nicht, ja? Bist du gestorben? Ja. Fehlgeschlagen. Das Witz hieran ist, er hat meine Waffe nicht gleich genommen, die ich eigentlich hatte. Okay, nochmal von neu. Man kennt dich ja. Okay, nochmal von neu. Ist alles kein Thema. Ich glaube, wir müssen von neu fahren. Ich weiß es nicht. Oh gut, das war eh nicht weit weg, glaube ich, ne? Das passiert halt, ne? Mhm. So, auf jeden Fall habe ich gerade nicht verstanden. Eigentlich muss man doch die Masken aufsetzen. Guck mal, du hast deine auf, ich nicht. Guck mal, jetzt habe ich auch mein Kampfgewehr in der Hand, weißt du? Verstehe ich nicht. Na und ich meine Leuchtpistole. Aber warum hast du deine Maske auf und ich nicht? Weil ich sowas kann. Und die das jetzt sowas machen, alle fahren so gegeneinander raus. Also, ich verstehe. So. Muss ich denn irgendwie eine Option oder so rein? Eigentlich sagt er doch an, jetzt Masken aufsetzen, oder? Genau. Okay, ich müsste jetzt die Maske aufhaben. Da unten oben stand es gerade, dass ich nach links drücken soll und dann quasi die Maske aufsetze. Vielleicht habe ich es am Anfang übersehen, weiß ich nicht. Kann schon gut sein. Oh, wir sind schon um. Huch. Ja, genau. Ich meine ja nur, wir sind jetzt gerade oben, ne? Ja, so, jetzt habe ich meine richtige Waffe an. Richtige Waffe an, auf jeden Fall. Nein, meine richtige Waffe. Und los geht's, würde ich einfach mal sagen. Ja, die Spieler halt, wie gesagt. Wollen wir den mal explodieren lassen? Weiß ich nicht. Nicht, dass du den einen Wagen da weg kaputt machst. Da, den wir klauen müssen, ne? Aua! Oh, ich bin gleich wieder tot. Oh Gott! Einmal mit Profis, sage ich nur. So. Hey, komm, zumindest habe ich jetzt schon das Auto explodieren lassen und ein paar noch mehr gekillt. Ja, und mal ein guter Tipp jetzt hier quasi. Wenn man fast tot ist, sind halt, kann man sich hier einen Snack zusetzen und dann füllt man sich wieder auf. Echt? Der Autosum geht wieder. Echt? Ja? Ja, vielleicht hat so ein Spielneustart mal gebraucht, weißt du? Warte mal, mit dem... Jetzt kann ich wieder reinrennen und alle töten. Echt? Versuche ich jetzt auch mal. Junge, so macht man es in meiner Hut. Stimmt, funktioniert wieder. So. Das ist eben halt das Auto, was wir jetzt klauen sollen. War ich nicht. Nein, das ist das gepanzerte Auto, was wir jetzt quasi klauen sollten. Das ist schusssicher, die Reifen können nicht zerschossen werden. Und damit stellen wir auch eine gute Sache an.
Weil wir bereiten jetzt uns jedes Mal vor auf einen Raubüberfall. Das heißt, wir müssen zum Beispiel ein Heli, Autos, wie jetzt hier, besorgen, alles Mögliche. Für eine große Mission quasi. Und das ist einfach nur genial, finde ich. War ja auch jeden Tag so. Also, ihr seht, die können ja. Ey, was zu mir sagt, ich hab keinen Führerschein, ne? Aber was haben die denn, wenn die schon so fahren? Hau ab. So. Nein, ihr seht ja, die können hier gegenschießen, wie sie wollen. Ich denk mal, wenn jetzt irgendwie ein Raketenwerfer hier drauf schießen würde oder so, mal zu pengen. Das glaub ich auch, ne? Aber ich will euch auch gar nicht so sehr spoilern oder so, im Endeffekt, weil ich hab ja schon... Ich habe die Mission noch nicht alle gespielt, aber ich kenne eben halt so einige Autos, die habe ich schon in Online-Modus gesehen und auch gespürt quasi. So, bin da, wer noch? Jo. Okay. Jetzt müssen wir das Auto abgeben, leider. Hey! Weißt mein du, Wagen. Für den besorgen wir das Auto, weißt du? Oh, was? Du hast Platin? Ah, du hast mehr getötet, glaube ich, als ich, ne? Ah, ja, ne? So. Also. Was? Ich bin nicht Level Up? Was ist denn da los? Warte auf Spieler. Hm. Eigentlich müsste ich 74 sein. Aber das ist ja vollkommen egal. Ich habe einen schwarzen Screen. Mal gucken. Ah, es lädt. Okay, okay. Alles ist gut. So. Wir haben immer noch ein schwarzes Bild. Ja, ich bin noch da. Hallo. Ja, der ladet auf jeden Fall gerade. Ich verstehe es nicht, wieso. Aber okay. Ist es bei dir schon weitergegangen? Dito. Ah, jetzt. Ja, jetzt. Ja, ja. Habt so viel Rauchen, Alter. Was ist los? So. Oh, der Zocker.de ist gerade gestorben. Ne, auch nicht schlecht. Ja, mit den Zocker spielen wir natürlich auch. Also, du gehst ja. So, was müssen wir denn jetzt machen? Ah, zum grünen Haus fahren. Okay. Ja, wir werden jetzt. Ja, gut, habe ich gesagt, dass ich hinterherkomme? Wir werden jetzt quasi gleich die nächste Mission mit dranhängen. Einfach nur, weil wir es können. Damit ihr einfach mal seht, auf was die nächsten Folgen dann alles so kommen wird und so alles, wie es ablaufen wird, denke ich mal. Das kann man in der nächsten Mission, denke ich mal, gut sehen. Ich hatte ein Standbild. Yay. Ne, ich will mir jetzt nochmal schnell einen Turbolader einbauen lassen. Autsch. Jo, ich lade dich gleich wieder ein, ne? Quasi. Mhm. Gut. Ja, ich meine, habe ich gefahren. Ich finde auch den Garageneingang zum Beispiel, haben sie auch komplett neu gemacht. Der war ja vorher wirklich nicht durchsichtig, da konnte man echt nicht durchgucken. Es war eben halt wie ein ganz normalen Garagentor und nicht so ein Gittertor quasi. Und irgendwie dauert es gerade beim Laden alles hier. Frag mich nicht warum. Eigentlich ist ja merkwürdig. Ich habe gerade einen Selbstmord gemacht. Echt? Warum hast du denn einen Selbstmord? Was ist denn los bei dir? So, ich gehe wieder hoch mit dem Fahrstuhl. Also ein bisschen Zeit hast du noch. Und wir werden auch, denke ich mal, richtige Schlachten machen. Wir werden den Server aufmischen, alles Mögliche. Das haben wir ja schon öfters jetzt gemacht, wo ich nicht aufgenommen habe quasi. Und hat auch relativ gut geklappt. Wir sind ja schon sehr gut eingespielte Truppen, Leute, wie auch immer. So, ich beginne schon mal die nächste Mission.
Hallo. Mann, ich kann mein Auto doch nicht tun. Du meinst dein Motorrad? Oh, was hab ich in der Hand? Whisky? Mit Eichwefel drin. So, die nächste Mission. Wir machen sie natürlich auf schwer. Anführerstyle Auswahl. Mir egal. Kampfgewehr. Feste Kamera. Nein. Ich lade dich mal ein. So. Hast eine Einladung bekommen? So. Ich habe alles eingestellt, müsste jetzt auf schwer sogar sein. Ich gucke noch mal kurz nach. Schwer. Keine Kampfgewehr, bla. Sollte funktionieren. Einstellung bestätigen. Dann warten wir mal kurz, bis das Scroll drin ist. Und eigentlich hätte ich jetzt 74 sein müssen, aber vielleicht nach dieser Mission hier. Die wird auf jeden Fall jetzt aufregen, ne? So, dann klicke ich gleich mal auf Spielen. Ach scheiße, jetzt hast du keine Weste, wa? Doch. Aha, gut, gut, gut. War noch schneller als du. Okay. So. Ja, wir sind auch relativ hoch mit dem Level schon. Ja, ja, ich genieße den Ausblick. Oh, wer klingelt denn hier? Wer nervt mich denn hier, Mann? Willst du Whisky trinken und dann hier noch... Meine Güte. Oh, Lester natürlich. Your first time. You know, the first times. Well, it's never easy. There won't exactly be a fireworks, you know. It'll be vaguely awkward and disappointing, you know. You probably stick the wrong thing in the wrong part and you'll finish too early. But maybe and you won't be able to make eye contact afterwards. But new worlds will open up. Something will have changed, you know. New opportunities, new risks. And that's when you'll remember that old Uncle Lester was here for you, holding your hand, you know, guiding you through it. And then you'll feel a little creeped out, but you're gonna repress it. Squash it down. And we'll never talk about it, okay? Okay? Okay. First time. Lisa! Woo! It's a two-man score, right? One of you drives, keeps the heat off of you. The other goes into the bank, goes to the specific safety deposit box. Then you get out of there, you get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. Then once you're clean, once you got no heat on you, come see me, give me the box, and you get paid. Okay. You know, like I said, it is your first time, so don't expect too much. There are wild, insane, mind-blowing orgies in your future. Orgies! Penner. Mann, Lester, geh einfach, du redest so viel. Alter, was los mit dem? Ja, ich will nochmal darauf hinweisen, das Spiel ist ab 18. So. Also, ich kann jetzt hier quasi einteilen. Ich hab's noch nie gemacht. Wir gucken einfach. Mach mal 50-50, ne? Ja, eigentlich Anführerkosten, ne? Dann gehe ich ja weniger aus. Nein, nein. Ich kann gerade noch nichts machen. Machen wir sofort. So. Ja, auf den Anführer bisher die Erführung. Ja, ich habe erstmal die Einführung hier. Also so sieht es dann quasi aus. Ich kann dann hier quasi einteilen, wer wie viel Geld bekommt. Ich kann auch alles für mich beanspruchen quasi. Aber ich bin da nicht so. Da unten sehen wir die Ausrüstung schon ein bisschen, denn die Wanted-Liste quasi. Ja? Dazu gleich mehr. Jetzt so, zack. Da sehen wir eben halt unsere Ausrüstung und Fahrzeug. Ich würde sagen, du fährst, ne? Okay. Damit ich ein bisschen zeigen kann für ein Let's Play quasi. Das heißt, ich werde den Bohrer und so alles benutzen und hacken. Ja. So. Ja, hier sehen wir nochmal die Karte. Die wurde eigentlich uns schon mal gezeigt. Aber da sieht man eben halt mal, von wo wir beginnen und wo wir hinfahren. Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du es schon siehst. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wie was funktioniert. Versuch mal die Prozente einzustellen, ne? Oh, das klingt doch... Ah, weniger kann ich dir gar nicht geben. Okay, also 50-50 machen wir mal. Oh, 71.000. Oh. WTF. Hä? Wieso hat das... Warte mal. Jetzt gerade nicht angenommen. Was hat das denn gerade für ein Geräusch? Keine Ahnung. So, also, du bist der Fahrer. Ich bin der Bohrer. Das kann ich quasi hier alles einstellen. Kann jetzt hier raufklicken und Fahrer machen. Bohrer, Fahrer, ja.
So. Stimmt. So ist gerecht, ne? 50-50. So machen wir es. Fortfahren, ich bin der Bohrer. Dann würde ich mal sagen, let's fetz. Oh Gott. Ey, wir müssen jetzt... Ja, also, so bleib ich. Ah, ich kann's entscheiden. Oh, siehst du? Ich hab's so angemacht, sorry. Ja, genau. Nein, komm, wir machen Monster. Komm. Du siehst aus wie ein Mann, Mann. Mann, Mann. Was ist los ja, bei dir? Ich weiß. Was gibt's denn alle? Ich nimm den. Du nimmst den? Dann nehme ich den, okay? Ja, weil der sieht aber geil aus. Einfach nur geil. So, bereit? Bereit. So, jetzt sind wir im Teil ganz hey, normal noch aus. Nicht auch. Oh. Also ey, man, der läuft doch wie ein Kerl. Ja, Mann. Ich ende die wirklich jetzt zum Kerl um und Raubüberfall. So, wo steht denn mein Fahrzeug? Bestimmt wieder links da. So. So, dann fahren wir mal hin, ne? So, wir fahren jetzt quasi zu Lesters Fabrik und holen uns da das Auto, das Gepanzerte, ab. Okay, oh, er redet zu viel. Oh, zum Glück redet er nicht mehr weiter. Ja, zum Glück. Ein das zum Glück. So. Musste gerade mal kurz noch was nachgucken, deswegen habe ich kein Gas mehr gegeben. Mhm. So. So, der letzte redet gleich wieder viel, von daher können wir also so oder so gleich wieder ruhig sein. So, da links ist der Wagen. Ja, du fährst, ne? Ich bin der Bohrer und der Hacker nebenbei. Quasi dann. Ich hoffe auch, die Sounds sind gar nicht so laut. Ich habe es jetzt gar nicht geprüft. So, ich fange jetzt schon mal an zu hacken. Ach, du musst jetzt schon hacken? Ja. Nee, ich bin immer noch am Hacken. Ich schaff das hier gerade irgendwie nicht. Hä? Ich hab da noch... Oh. Bist du schon da? Mhm.
Scheiße. Aber ich park noch mal anständig. Ah, komm schon, das ist das letzte Mal. Warum schaffe ich das denn nicht? Gott. So, jetzt. Komm schon. Kein Fehler machen. Und? Kamerasteam gehackt. Fortfahren. Oh, was? Was? Achso, System gehackt. Ah, hier lässt er. Oh Gott. Jetzt werden nicht schon genug reden würden. So. Ich glaube, wir müssen die Kamera und so alles auch kaputt machen. Was? Achso, ich muss auf mein Handy. Mach, du benennst den Bohrer gar nicht. Wir sollen jetzt warten, bis der Bohrer den Tresor hat. So, jetzt müssen wir quasi rein. Ich habe den Safe gerade geöffnet. Achso, die Maske aufsetzen. Wie denn? Nach links drücken von Controller. Okay. So. Das heißt, du nimmst die Waffe in der Hand und musst die da runter. Ich mach die Kameras kaputt, dass sie uns nicht aufzeichnen können, weißt du? Okay. Ich fang an. Gott, 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 Wir haben eine Kamera rübergelassen, ne? Okay, ich bohr jetzt, ja. Kann ein bisschen dauern, du musst hier in Schacht halten. Die Leute, oder? Hm. Okay, wie funktioniert das jetzt? Oh Gott. Sag mir, was ich mache. Also ich find's cool, dass die hier sowas mit eingebaut haben. Ich muss jetzt gerade so ein Teil aufbohren. Das läuft relativ gut. Schon, ich hab's gleich. Okay, ich hab's aufgeknackt. Mach hin! Die lassen sich nicht länger einschüchtern. Okay, oh. Wir sollen zurück zum Auto. Schnell, 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 schnell. Ah, ich find's geil, die Mission. Ganz im Ernst. Schnell. Oh, warum läuft wir da rum? Nein! Los, fahr! Du fährst falsch rum. Ach komm! Ihr müsst ja da nicht viel schlagen. Go! Mach ich auch immer so, weißt du? Nach oben kommen sie ja eh nicht. So, also, ich denke mal, wir müssen auch von der Polizei. Nein, nein, fahr. Ah, nein, du musst da unten lang fahren. Warte mal, ich guck mal kurz auf der Karte. Ja, du musst unten an der Straße lang fahren. Ja, unten an der Straße. Der Wagen ist markant. Der ist eh gepanzert, von daher ist egal. So, du gepanzert geht auch schnell kaputt. So, auf jeden Fall hier unten lang fahren, Alter. Einfach die Straße entlang. Du wirst gleich sehen, was passiert. Ich hab so eine Vorahnung. Hör auf zu spoilern, weil du das weißt. Nein, nein, das hat man schon im Trailer gesehen, von daher spoiler ich eigentlich nicht. Aber ich sag auch nicht, was jetzt gleich passiert. Ein oder andere weiß es sogar vielleicht. Ich freue mich schon, wenn wir das Auto selber haben, weißt du? Ja, einfach mal. Oh, die Tür ist ab, Mann! Du bist nicht übergeschützt. Die Türen sind dran. Nee, bei dir nicht mehr, guck. Bei mir ist die noch dran. Echt? Bei mir ist sie abgegangen. Ja. Ich hab Videobeweis. So. Ah, ich find's wäre jetzt eigentlich nur, wenn die solche Sperre machen mit Nadeln. Ja, das stimmt wohl. Geil, das gefällt mir. Ah, da vorne, siehst du es links? Nee, du fährst zu schnell, glaube ich. Du musst direkt unter ihn irgendwie kommen. Komm, voll stylisch, Mann, komm.
Hau runter! Sag mal! Zack! Blop. Nice! Das gefällt mir. Verstanden, oder? So schnell kann man von der Bullerei entkommen. Wie geil ist das denn? Wenn er mal wirklich so gehen würde, hä? Ja, müsste doch gehen, glaube ich. Nee, wir haben da so einen Heli nicht, das ist es ja. Ja, stimmt. Hello, Lester. Show it to me. Yes, it is the holiday season at the Crest Residence, and Daddy's out drinking. Say, past. If that thing I talked about comes up, I'll call you in. In the meantime, if anyone comes to me, I'll mention you as a reliable pair of hands. Hey! For the first time, that wasn't bad. But don't get clingy. Wie ich erst immer weiß, gar nicht übel, meinte er. Gold? Oh, du hast Platten. Warum? Ich hab doch die ganze Aufgabe gemacht. 143.000 hätte man quasi bekommen können. Aber tatsächlich so, so mal ist 71.000. 880. Unvollendet. Schade. Bonus erstes Mal. Oh, 171.000 haben wir bekommen. Insgesamt verdientes Geld. Geil. Geil, Alter. Geil. Hast du das gesehen, Mann? Ja, Mann. Ich bin Stufe 58. Ich bin 74. Oh, so. Kurz davor. Das ist auf jeden Fall eine nice gelungene Folge. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Warte auf anderen Spieler steht da. Mhm. Ich habe weißen Bildschirm. Mhm. Ich hoffe, er macht noch was. Ja, natürlich. Pisswasser trinken, Alter. Was ist los? Das heißt wirklich Pisswasser. Selber hergestellt. Nice. Dann danke ich auf jeden Fall fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao. Ciao.